Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, ich bin's wieder, euer Nutoka aufs Brot und wir sind hier heute bei einem etwas anderen Let's Play von Planet Explorers. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hier seht ihr mal eine etwas bessere Rüstung und Waffen. Also es ist jetzt eine Goldrüstung und ein Energieschild und Energieschwert, glaube ich, war das. In den letzten zwei oder drei Folgen sind wir ein bisschen auf das Bildmenü eingegangen. Da möchte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Stopp, falsche Taste. Ich habe nämlich ein paar ISOs gefunden. Stopp, nicht da. Und muss jetzt mal überlegen, wie ich die nochmal lade. Hier. Nein, Cancel. Da. Nein, das ist Speichern. Das ist auch Speichern. Okay, ich gehe jetzt erstmal auf Gun. Dann möchte ich. Ja, hier ISO, genau. Dann gehe ich auch in Gun rein und habe hier ein ISO. Doppelklicken. Da ist das gute Stück. Ihr seht schon, die sieht ein bisschen besser aus wie meine. Ganz kurz mal einen Schluck trinken. Ah, geht doch nichts über Tee. Die sieht schon ein bisschen besser aus wie meine. Also da hat einer doch ein bisschen Arbeit sich mitgemacht. Ihr könnt sehen, hier zum Beispiel 4 Läufe. Man sieht fast gar nichts mehr von dem eigentlichen wie heißt das denn bei der Waffe, der wo man abzieht, vom Abzug, genau, ja. Und jetzt versuche ich mal das Ganze zu exportieren. Und ihr seht, jetzt brauchen wir hier auch 4 Läufe, einen Griff und 40 Aluminium, also ist noch nicht mal mehr so teuer. So, erfolgreich exportiert. Dann gehe ich doch, upsala, nochmal da raus. Jetzt muss ich natürlich das gute Stück finden. Da ist es nicht. Hier sind ein paar Waffen, aber da ist nicht diese Waffe dabei. Da ist die Cobra. Sehr schön. Machen wir das mal hier in den ersten Slot. So. Rüsten das Ganze mal aus. Die kann ich jetzt natürlich nicht von vorne zeigen, während ich sie ausgerüstet habe. Und die macht auch schon ein bisschen. Mehr Schaden. Wir haben jetzt natürlich dummerweise, weil wir hier im Bildmodus sind, keine Gegner. Aber ich denke mal, man sieht es ganz gut. Was jetzt dieses Schild um mich rum, das dabei entsteht, für einen Zweck hat oder was das genau für einen Sinn hat, weiß ich jetzt auch nicht. So, das war das. Aber ich habe natürlich noch mehr vorbereitet und ich gehe mal wieder auf ISO und habe hier noch Vehikel. Einmal, erinnert euch vielleicht noch an die tolle Schubkarre von mir. Ich konnte das letzte Mal gar nicht ausprobieren, ob die läuft. Das mache ich mal jetzt noch. Das mache ich jetzt mal noch. Das krüppelige Ding hier ausprobieren. Wo ist das? Ist das bei Items? Upsala. Jawohl. Die Schubkarre. So. Nein, du musst das nicht kaputt schießen. So schlimm ist es auch nicht, hoffe ich mal. Get on. Ja, Vehicle cannot turn. Also, ihr seht schon, da unten steht's. Ich kann nicht lenken mit dem Ding. F ist Arm Mode. Okay. Passiert irgendwie. Ah, doch. Dann könnte ich wahrscheinlich schießen, wenn ich denn hier irgendwas zum Schießen drauf hätte.
Nun gut, gehen wir mal hier raus. Ist auch seltsam, dass wenn man auf den Autos ist, auf einmal gar kein Sound mehr da ist. So ganz, ganz weit weg von dem grausamen Ding. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man ein richtiges Auto herstellt. Und zwar diesen Bungee. Sehr schön gemacht. Das Ganze wird. Oh, da haben wir jetzt nicht genug Items. Das ist aber scheiße. Sideseat brauchen wir 4 Stück. Das ist Kacke. Okay, dann gehen wir einfach mal hin. Wenn das denn geht. Dann nochmal hier auf Parts. Ja. Und löschen mal diese Side-Seats. Und jetzt geht's auch. Super. Nein, wir wollen nicht speichern. Und jetzt suchen wir mal gerade noch mal. Oh, da war es schon. Den Bungee. Was steht denn jetzt hier in der Beschreibung? 19.000 Newtonmeter pro Rad. Das ist schon ein bisschen was. Wir pflanzen das Teil jetzt mal hier hin. Zack. Und dann steigen wir noch mal da ein. Wahrscheinlich ein bisschen anders zu fahren sein. Und ihr seht schon, die Räder lenken sich. Boah, sehr wendig. Ihr könnt es vielleicht. Schwierig zu sehen. Aber wenn ich lenke, lenkt das hintere Rad jeweils gegen und das vordere lenkt in die Richtung, wo ich wirklich hinlenke. Und dadurch haben wir halt einen sehr geringen Wendekreis. Da ist das Teil echt flippig unterwegs. Licht hat das Teil auch. So, was passiert, wenn wir damit hier ins Wasser fahren? Okay, irgendwie gar nichts. Naja, okay. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Dann steigen wir mal aus und schauen weiter. Ich habe mir nämlich noch ein paar ISOs geholt. Die ISO zeige ich euch später. Dann gehen wir nochmal hier bei Helikopter. Ihr erinnert euch bestimmt noch an meinen letzten Helikopter. Super professionelles Ding. Aber immerhin, es ist geflogen. Und jetzt haben wir hier. Oh, der ist aber sehr, sehr klein. Passe ich da überhaupt rein? Na, ihr könnt es wahrscheinlich erkennen, was es sein soll. Und zwar ist das der Hubschrauber aus. Haben wir denn jetzt schon wieder nicht genug Items? Was soll denn das? Wir haben noch gar keinen Rotor und alles gebraucht. Gerade schauen, ob es hier im Bildmodus irgendwie die Möglichkeit gibt, die Items zu bekommen. So, wir haben uns jetzt mal noch mal alles gegeben, was hier in diesem Starting Kit, Starting Item heißt es hier drin ist. Nur die Frage, ob es jetzt reicht. Ich springe mal nochmal hier rein. Lade die ISO. Da ist das gute Stück. Und habe immer noch nicht genug. Ja, das ist leider, leider, leider noch ein bisschen buggy. Und ich vermute fast, dass der Fehler daran liegt. Dass die Inventare zu klein sind. Da gibt es jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Ich gehe mal kurz nochmal ins Main-Menü. Ja, nicht speichern.
kommt jetzt hier so ein kleiner Ladebildschirm nochmal auf Singleplayer, auf Bild. Müssen wir jetzt schnell nochmal einen neuen Charakter machen. Ah, das ist ja kein Problem. So, Sada, Planet Maria und ab dafür. Die ISOs könnt ihr übrigens auf www.isoplanetexplorers alles zusammengeschrieben.com runterladen. Ich werde, wenn ich hoffentlich dran denke, auch eine Verlinkung in die Beschreibung machen. So, jetzt machen wir hier nochmal Rechtsklick drauf. Bam. Und alles ist wieder voll mit Mist. In den Baumodus. Dann versuchen wir mal nochmal das Ganze zu exportieren und wir haben immer noch nicht genug von diesen Sachen. Wir haben kein einziges davon. Das kann doch wirklich nicht sein. Nein, da wollte ich doch nicht rein. Ich wollte ins Inventar schauen. Geh raus da. So. Warum haben wir keine von diesen Mistdingern? Es müsste ja hier bei den Ressourcen sein. Aber da ist einfach nichts. Nochmal draufklicken. Gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert. Ja, dann bekomme ich wieder nur bis zum Aircraft, bis zur Aircraft Laser Gun die Sachen. Alles, was dahinter käme, zum Beispiel diese, ja, Hubschrauberblätter und alles, das habe ich nicht. Schade. Wirklich schade. Nun gut, dann schauen wir mal weiter. Was kann ich euch denn noch zeigen? Ne, das sind Objekte. Da habe ich nichts mehr. Das zeige ich euch wenigstens noch mal richtig hier drin. So, bisschen wegzoomen. Ja, hier ist das gute Stück. Hier auch mit Waffen bestückt. Zwei eingebaute Ventilatoren. Ist zwar auch alles hier ein bisschen kantig und alles, aber sieht doch allem in allem schön aus. So, dann gehen wir nochmal auf Vehicle und zeigen euch noch die letzte ISO. Das sieht doch mal abgefahren aus. Ich versuche gleich mal, ob ich das exportieren kann. Mit ein bisschen Glück geht sogar. Not enough items. Woran hängt's? Side Seats und die großen Räder. Schade. Aber das ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Glaube ich irgendwie aus der Warhammer-Welt. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Und jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen Eindruck, was ihr hier alles machen könnt. Ist sogar ein richtiges Cockpit da drin mit, keine Ahnung, was das hier genau ist. Parts. Ja, wenn man sich hier mit dem Ganzen ein bisschen... ist das? Ah, okay, Referenz. Wenn ich mit dem Ganzen ein bisschen auskennt, kann man da, denke ich mal, doch schon viel machen. Ja, ah, ja, so kann ich zum Beispiel das Ganze drehen. Einmal natürlich so. Dann kann ich das Ganze auch noch hochkant drehen, dass er ein bisschen in die Luft oder in den Boden feuert. Und natürlich auch noch auf der Achse hier drehen. Naja, soweit so gut. Das Ganze ist auf jeden Fall für Tüftler gemacht. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, euch mal ein bisschen hinzusetzen, um was zu basteln,
und denkt, hey, wäre ganz cool, wenn Nutoka mein Fahrzeug, Flugzeug, Waffe, Schild oder was auch immer mal zeigen könnte, dann schreibt mir einfach auf Twitter, wenn wir schon irgendeine Möglichkeit finden, damit ihr mir diese ISO zukommen lasst. Und dann kann ich die gerne mal hier vorstellen. Da müsste ich aber dann auch ein paar, also mehrere haben, jetzt natürlich nicht mehrere von euch, aber ich kann halt nicht für ein ISO eine ganze Folge machen und die ganze Zeit hin und her springen, ist halt auch irgendwie uninteressant. Also nicht verzagen, wenn das dann ein bisschen dauert nach dem Einschicken. Ich schaue halt, dass ich dann 4 ISOs oder sowas zusammen habe, bevor ich dann eine separate Sendung oder Folge darüber mache. Okay, das war das. Dann gehen wir mal schnell nochmal zurück ins Hauptmenü. Da wollte ich euch nämlich auch noch eine Kleinigkeit zeigen. Wenn ihr nämlich jetzt denkt, ja, das ist scheiße, ich gehe in das Spiel rein und da, also zum Beispiel im Multiplayer, und da können mich dann andere Leute angreifen oder ich stehe halt dann nur da rum. Ja, dann könnt ihr hier einfach auf Create direkt aus dem Hauptmenü rausgehen. Bam. Dann seid ihr nämlich im gleichen Fenster wie eben auch. Könnt ISOs laden. Zack. Hier ist es. Wenn ihr das natürlich jetzt exportieren wollt, kommt hier unten eine Fehlermeldung. Export cannot be done outside the game. Also ihr seid außerhalb vom Spiel und könnt deswegen jetzt nichts exportieren. Aber ihr könnt natürlich speichern und die Sachen verändern. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das halt auch außerhalb vom Spiel geht, dass man nicht immer extra reingehen muss. Und ansonsten, was haben wir sonst noch hier Interessantes? Board, ups. Da ist mir doch jetzt kurz die Aufnahme abgeschmiert, weil mit Bord kommt ihr auf das Forum und gerade einen Blick hier in den Multiplayer-Modus werfen, da habe ich nämlich selber noch nicht reingeguckt. Nutoka. So, gehen wir mal kurz rein. Lunzen. Ah, okay, da gibt es halt auch verschiedene Server. Mit, ja, bis wie viele Player geht das denn hier so? Hier haben wir 32, da haben wir auch 32 Player. Also ja, 32 scheint das Maximum zu sein. Momentan. Ob sich das jetzt natürlich noch ändert, wenn das ganze Spiel ein bisschen optimierter ist und flüssiger läuft, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall gibt es schon einige Server. Ja, gut, alles klar. Dann gehen wir hier mal nochmal raus, wenn wir den Knopf finden würden. Escape. Ne, geht auch nicht. Da ist Back. Ah, ja. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mal ein paar ISOs zu sehen, was für Möglichkeiten ihr bei dem Spiel hier mit diesem Build-Tool habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao, macht's gut!